Der Kulturbegriff, mit dem gegenwärtig agiert wird, ist gelinde gesagt naiv. Vielfach wurde in tagespolitischen Äußerungen, und zwar unabhängig jedweder Couleur und mit nur wenigen Ausnahmen, von Kultur als luxuriöse Freizeitbeschäftigung, als Hobby, als Liebhaberei, im schlimmsten Fall als Lebensmittel, im besten Fall noch als Branche gesprochen. Dabei ist Kultur zuvorderst mal nur eines: die Summe aller Äußerungsformen, die unser Leben ausmachen. Sie ist zentral für das Zustandekommen unserer individuellen Geschichten sowie unserer Familien, Generationen und Kulturgeschichten. Vielleicht, um mit dem Programm der Diagonale zu sprechen, beginnen diese im Burgenland und führen möglicherweise nach Kuba. Sie starten mitunter in Shanghai und führen nach Wien. Kultur ist der Ort, an dem um Herzen und Köpfe gerungen wird. Ein Ort, an dem wir unsere Ausdrucksformen reflektieren. Sie dient uns zur Orientierung im zwischenmenschlichen Austausch, zur sozialen Einordnung. Sie prägt unsere Leben und Biografien, sei es in Form eines nachhallenden Gute-Nacht-Lieds aus früher Kindheit oder als Filmbild, das uns in Träumen und Erinnerungen heimsucht und Gänsehaut auslöst. Kultur ist kein Grundnahrungsmittel, auf das wir im letzten Jahr verzichten mussten. Kultur bestimmt unser Zusammenleben und ist dabei per se weder positiv noch negativ, sondern stets beides zugleich. Das Programm der Diagonale 21, das lässt sich vielleicht als Wimmelbild beschreiben. Denken Sie an die schönen Kinderbücher von Ali Mitgutsch, vielleicht kennen Sie sie. Auf diesen Bildern, da ist stets viel los, geschäftiges Treiben, eine Vielzahl an kleinen und großen Geschichten. Manchmal haben sie miteinander zu tun, manchmal nicht, manchmal sind sie widersprüchlich, mitunter sehr heiter, verstörend, rätselhaft, befremdlich, auch mal komisch, freudvoll, allenfalls merkwürdig, bestenfalls berührend. Ein Nebeneinander von Hoch-, Massen- und Alltagskultur. In all dem Dickicht die Kunst. Beat und Anacho-Autorinnen, Clowns und eine Bullschaft, die morgen Abend hier zu Gast sein wird. Vom Musik-Underground über Berliner Künstlerkaschemmen in die Wiener Vorstadtunterwelt und von dort in die Straßen der Motor City Detroit. Flirrende Leinwandgewitter, endloser Sternenhimmel. Sind nur ein paar Motive aus dem Programm der heurigen Diagonale. Wir möchten Sie, und es ist uns wirklich eine Freude, nun endlich wieder einladen. Zum Hinschauen, zum Schauen, zum Zuschauen, und es ist ein Filmfestival, da geht es auch immer ein bisschen um das Sich-Anschauen. Das ist nach einem Jahr der notgedrungenen Vereinzelung und lähmend monothematischen Gesprächen nicht nichts. Und schon gar nichts. Lassen Sie uns endlich wieder gemeinsam in einem Raum feierliche Ereignisse miteinander teilen. Starten wir also gleich mit der Ehrung einer ganz großen der heimischen Filmszene, Christine Ostermeier, deren Leidenschaft und Risikobereitschaft wir feiern. Und freuen wir uns im Anschluss auf die Österreich-Premiere von Armand Thierryas grandiosem Spielfilm Fuchs im Bau. Nicht zu Hause am Laptop, sondern hier gemeinsam in der Helmut-List-Halle, im temporär größten Kino Österreichs. In den kommenden Tagen werden auf Fuchs im Bau 108 Wettbewerbsfilme folgen. Jessica Hausner wird ihre hierzulande erste Gesamtretrospektive präsentieren, das historische Spezialprogramm den Zauber und den Verheißungen der Großstadt nachspüren und dabei Fragen zur Heimat und Identität sondieren. Es wird kein normales Festival, so viel ist sicher. Aber es ist möglicherweise ein erster Rastplatz auf unserem Weg zum Sehnsuchtsort an der Sonne. Und es ist hoffentlich ein Autogrill. Die nächsten 6 Tage, könnte man politisch sprechen, die werden entscheidend sein, allenfalls für uns, hoffentlich auch für Sie. Willkommen zurück im Kino. Wir wünschen eine quietschfidele Diagonale, eine Diagonale voller Humor und Hoffnung. Vielen Dank. Bevor wir nun im Programm